Nicht weit vom Dorf Alexandrowka, am Rande eines Feldes, zwischen Büschen und Bäumen, hat sich das Bataillon Schachtyorsk in die Erde eingegraben. Das Bataillon der Volksrepublik Donetsk will verhindern, dass die ukrainische Armee die Großstadt Donetsk angreift. Um etwas mehr über den Alltag und die Motivation der Volkswehr zu erfahren, bin ich mit einem Vertreter des Donetsker Verteidigungsministeriums an diesem Frontabschnitt westlich von Donetsk gefahren. Wann gab es die letzte schwierige und gefährliche Situation hier? Vor 3-4 Tagen hat man uns beschossen. Womit? Mit AGS-Granatwerfern. Wie weit fliegen die Geschosse? Die Granaten, mit denen wir beschossen wurden, fliegen bis zu 4 Kilometern. Aber sie haben aus viel näherer Entfernung geschossen. Haben Sie geantwortet? Nein, wir antworten nicht. Gewöhnlich antworten Sie nicht. Wegen dem Abkommen von Minsk? Ja, das Minsker Abkommen. Uns ist es verboten, das Feuer zu eröffnen. Man will Sie provozieren? Zum einen provoziert man uns. Zum anderen versucht man uns, so viel wie möglich menschliche Verluste zuzufügen. Das heißt, man versucht, so viele wie möglich von uns umzubringen. Wenn Sie antworten, heißt es, dass es einen langen Kampf geben wird. Wenn wir antworten, gibt es einen langen Kampf. Sie ziehen schwere Geschütze heran und beginnen uns zu beschießen. Alle sagen, dass es jetzt eine Verschärfung geben wird. Alles ist möglich. Die Ukraine versucht nicht nur gegen uns einen Krieg zu führen, sondern auch gegen Russland. Für sie ist das nützlich. Russland ist mit der Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigt. Deshalb wird es sich nicht auf irgendwelche Provokationen einlassen. Ist es für Sie als Militär nicht schade, dass Russland sich so zurückhält und Sie nicht aktiver unterstützt? Erstens haben wir unseren eigenen Staat, die Volksrepublik Donetsk. Wir sind nicht Russland. Ob Russland uns unterstützt oder nicht, ist die Entscheidung Russlands. Sie unterstützen das Brudervolk. Und ich denke, man wird uns unterstützen. Wenn es für uns schwierig und schlecht aussieht. Vor kurzem versuchten die ukrainischen Streitkräfte, zu uns durchzubrechen. Wir haben den Angriff abgewehrt. Aber wir hatten 2 Verwundete. Die befinden sich jetzt im Krankenhaus. Das Wasser für die Soldaten wird regelmäßig mit einem Tankwagen herangefahren. Auch eine unterirdische Dusche und ein Banja-Schwitzbad gibt es. Warum wird das Wasser hier unter der Erde gelagert? Zum einen wegen des Artilleriebeschusses. Und zum anderen vereist das Wasser im Winter nicht so leicht. Und jetzt im Sommer bleibt es kühler. Alles hat hier seine Ordnung. Hier ist die Birkenrute. Hier die hölzerne Kelle. Wir heizen 2-mal die Woche ein. Unsere Aufgabe ist es, zu verhindern, dass ein Teil der Stadt Donetsk umzingelt wird. Der Gegner kann einen Teil der Stadt abschneiden? Ja, das kann er. Im Vergleich zu anderen Frontabschnitten wird hier mehr geschossen? Nein, es gibt Abschnitte, wo es zu Auseinandersetzungen kommt. In der Industriezone, in Spartak, am Flughafen, bei der Stadt Golovka, wo der Gegner jetzt aktiver ist. Dort gibt es ständig Auseinandersetzungen, auch bei Marinka und Dokuchaevsk. Dort ist es ernster. Bei uns hier gibt es einen Stellungskrieg. Es wird manchmal geschossen. Manchmal wird es härter. Insbesondere, wenn die ukrainische Nationalgarde kommt. Kämpft an diesem Frontabschnitt auch der rechte Sektor? Jetzt ist der rechte Sektor nicht da, aber manchmal kommt der rechte Sektor. Er übt hier. Worauf schießen die Scharfschützen von der anderen Seite? Wenn Sie in unserer Schießscharte einen Gewehrlauf sehen, schießen Sie auf das Korn und auf das Fernrohr am Gewehrlauf.
Sie machen kleine Gemeinheiten, um zu üben. Ja, sie zeigen, was sie für Meister sind. Und warum schießen die Scharfschützen von der anderen Seite nicht auf Menschen? Wenn sie auf Menschen schießen, gibt es sofort eine harte Antwort. Und wenn der Scharfschütze oft schießt, kann es sein, dass wir auch einen Scharfschützen einsetzen, der den gegnerischen Scharfschützen jagt. Woher kommen Ihre Scharfschützen? Aus dem Gebiet Donetsk oder aus Russland? Ja, jetzt sind es vor allem Leute von hier. Sie haben in den letzten 4 Jahren gelernt. Das heißt, ein ehemaliger Bergarbeiter nimmt ein Gewehr und wird Scharfschütze. Kann ein Soldat seine Stellung verlassen, wenn er sieht, dass die Situation aussichtslos ist? Nein, das kann er nicht selbst entscheiden. Das wäre Desertation. Und wenn Panzer kommen? Haben wir etwa vor Panzern Angst? Am Flughafen haben sie deutsche, ich meine ukrainische Panzer gejagt. Da war es lustig. Um einen Panzer zu treffen, muss man nah ran? Man muss nah ran und mit mehreren Soldaten gleichzeitig auf ihn schießen, denn die Panzer fahren heute mit einem Schutz, den die Geschosse nicht immer durchschlagen. Man muss also versuchen, aus verschiedenen Winkeln, insbesondere von der Seite, zu schießen. Wir bilden unsere Soldaten dementsprechend aus. Stimmt es, dass die Streitkräfte der Volksrepublik und ihre Scharfschützen Waffen von der ukrainischen Seite kaufen? Ja, man kann sogar Schützenpanzerwagen von ihnen kaufen. Das läuft ohne Probleme. Man kauft die Waffen, grob gesagt, von Leuten aus dem Gebiet Transkarpatien, im äußersten Westen der Ukraine. Also zum Beispiel aus dem Gebiet Lwów. Sie sind sehr arm. Sie kommen hierher, um Geld zu verdienen. Hier verdienen sie 650 Euro. Das ist für diese Leute sehr viel Geld. Dies ist also der Raum für das Mittagessen und Schulung. Ist hier eine Diskothek? Unser Fernseher, wir schauen Nachrichten. Die Jungs gucken auch Filme. Welche Filme? Alles Mögliche. Ren-TV, Krieg, alles, was gezeigt wird. Auch Komödien. Vor allem Kriegsfilme? Manche sehnen sich aber nach dem Krieg. Sie wollen kämpfen, sie schießen, vor allem die Jungen. Mit den Filmen wurden wir noch in der Sowjetunion erzogen. Und diese Filme erziehen auch jetzt. Die Filme geben ihnen Kampfgeist. Nicht wir sind zu ihnen gekommen, sie kamen zu uns. Sie haben begonnen, Donetsk und andere Städte, auch Schachtyorsk, zu bombardieren. 2014 waren wir in der Stadt Kirovsk bei Schachtyorsk, in der Nähe des Denkmals Saurmogila. Als der Gegner von dort vertrieben worden war, wurde ein Massengrab geöffnet. Darin waren 7 schwangere Frauen mit aufgeschlitzten Bäuchen. Das war schrecklich. Mit diesen Leuten wird es niemals wieder eine Freundschaft geben. Haben Sie diese Frauen selbst gesehen oder haben Sie es gehört? Der Kommandeur der Kompanie hat es gesehen. Ich habe ein Video gesehen. Mir reichte das Video. Was ist Ihr Beruf? Bergarbeiter. Wie viele Jahre? 15 Jahre. In der Volksrepublik Donetsk soll es jetzt gerechter zugehen, ohne Oligarchen. Ist das wichtig für Sie? Ja. Ohne Oligarchen. Natürlich. Zum Beispiel Achmetow Renat Leonidowitsch. Er hat viel für Donetsk gemacht, keine Frage. Aber als der Krieg begann, war das Business für ihn wichtiger als die Menschen. Er hat sein Business nicht aufgegeben und ist nach Kiew gegangen. Ein Oligarch ist ein Mensch von Welt. Für ihn ist Geld das Wichtigste. Wer an der Macht ist, Rote oder Weiße, das ist ihm egal. Man muss darauf achten, dass auch die Oligarchen eine patriotische Einstellung haben. Natürlich. Wie bildeten Sie dieses Bataillon? Wir haben zuerst friedliche Versammlungen von Bergarbeitern organisiert. Wir wollten die ukrainische Junta zwingen, die Angriffe auf Slawiansk zu stoppen. Nachdem wir den Eid abgelegt hatten, hatten wir schon eine bestimmte Zahl von Berg- und Stahlarbeitern sowie Fahrern.
Wir hatten verstanden, dass es keinen Sinn macht, friedlich mit Kiew zu verhandeln. Wir haben uns entschlossen, die Waffen in die Hand zu nehmen und unsere Erde zu verteidigen. Kiew sagt, es will den Donbass befreien und regieren. Wie will Kiew das machen, wenn die Bergarbeiter doch gegen die Kiewer Regierung sind? Gegen wen? Wer sind die, dass wir auf die hören sollen? Wir haben schon die Struktur eines Staates. Wir haben unsere Hausmeister, unsere Wohnungsverwalter, wir haben unsere Bergwerke und Direktoren. Wir haben Ministerien. Was will Kiew von uns? Was Kiew anordnet, hat für uns keinerlei Bedeutung. Wird es irgendwann Frieden geben? Was muss getan werden, damit es Frieden gibt? Was sehen wir heute? Die ukrainische Regierung tötet unsere erwachsenen, friedlichen Bürger. Es starben Kinder und die ganze Welt schweigt. Wenn in England aus ungeklärten Gründen 5 Kinder sterben, spricht die ganze Welt davon. Und jetzt, wo im Donbass hunderte Kinder gewaltsam getötet wurden, schweigt die ganze Welt. Wenn es im Donbass Trauer gibt, muss es in der ganzen Welt Trauer geben. Und die ganze Welt muss darüber nachdenken, wie man das stoppen kann. Wie die offiziellen Stellen in Donetsk meldeten, schossen die ukrainischen Truppen von Ende April bis Anfang Juli 2018 10.500 Geschosse auf die Volksrepublik ab. 9 Einwohner der Volksrepublik Donetsk wurden getötet, 57 verletzt. Was muss noch passieren, damit die großen deutschen Medien über das Sterben im Donbass berichten?